Diese Insel liegt in umkämpften Gewässern. Eines Tages startete Rautai ein Kolonieschiff zur Befestigung der Strände und die Valianer antworteten mit einer Seeblockade. All Nekaza held an open court to negotiate territory rights. I was the only petitioner who did not represent one of her enemies. And she thought it would be very funny if the trading companies left empty-handed. Onekase hielt ein öffentliches Gericht zur Verhandlung von Territorialsrechten. Ich war die einzige Antragstellerin, die keinen ihrer Feinde vertrat, und sie dachte, es sei besonders lustig, wenn die Handelsgesellschaft mit leeren Händen ausging. She even helped me finance the observatory and donated 10 crates full of books. We have been good friends ever since. Sie half mir sogar, das Observatorium zu finanzieren und spendete 10 Kisten voller Bücher. Seitdem sind wir gute Freunde. Onekase visits whenever she can make the time. She loves to stargaze. Onekaza besucht mich, wann immer sie die Zeit dazu findet. Sie liebt es, sich die Sterne anzuschauen. Ich bin noch immer auf der Suche nach deinem Zauberbuch. As much as I wish to return to my observatory, I have no intention of leaving without him. Agrisima, so sehr ich mir auch wünsche, zu meinem Observatorium zurückzukehren, ich habe nicht die Absicht, ohne ihn zu gehen. Okay. So, was haben die beiden zu sagen? You didn't lose the scroll, did you? Because I didn't make a copy. Do you need one? Du hast die Schriftrolle doch hoffentlich nicht verloren, oder? Ich habe nämlich keine Kopie angefertigt. Brauchst du eine? Tain neigt den Kopf zur Seite und lächelt freundlich. Nein, leb wohl. Und du, hast du was Neues zu sagen? So, you discovered the circle's favorite crank in the collections. What a curious turn this has all taken. Du bist in der Sammlung also über den Lieblingsspinner des Zirkels gestolpert. Was für eine seltsame Wendung das alles genommen hat. Das war erst alles. Sehr gut. So, dann brauche ich Schwierfiges Erbrochenes. Was willst du, Bodenstinker? Schwierfiges Erbrochenes steckt seinen Finger an den Schlüssel und probiert den Trank. Kannst du mir etwas mit diesem Rezept für bezaubernde Benommenheit an... Kannst du etwas mit dem Rezept für bezaubernde Benommenheit anfangen? Got something you want to forget, huh? Want to escape? Go live in dreams? Hast du etwas zu vergessen, was? Möchtest flüchten in deinen Träumen leben? Hast den Gegenstand verloren? Schläfriges Erbrochenes studiert das Rezept und wirft dann diverse Kräuter, Blumenstiele und Sporen in einen Mörser und Stößel. Er riecht an der Mischung an seiner Kralle und seufzt zufrieden. New drugs ready for sampling. Sleep well, idiot. Neue Arznei bereit zum Testen. Schlaf gut, Idiot. Schläfriges Erbrochenes lehnt sich über dich und küsst dich auf die Stirn. Oh. Leichter Schlummer. Tiefer Schlummer. Resistenz gegen Intellektwirkung. Bezaubernde Benommenheit. Oh, sehr schön. Also so können wir dem seine Schlafangebote erhöhen. Gut, Schwindender Verstand. Als sie ihren Verstand wieder erlangt hat, verließ Berkana die Sammlung. Okay, das haben wir. Und... Ja, genau. Berkana hat ihr Zauberbuch in den verschalten Hallen verloren. Sie vermutet, dass es inzwischen irgendwo in den Archiven katalogisiert wurde. In den verschalten Hallen scheinen am Ende alle Bücher in den Archiven zu landen. Auch Berkanas Zauberbuch muss den Weg dorthin gefunden haben. Mhm. Da wir aber im Gehege noch nicht fertig sind, machen wir da erstmal fertig. Vor allem bin ich neugierig, was die Fleischmaschine jetzt gemacht hat. Es kann natürlich auch sein, dass die Maschine mit den Archiven verbunden ist und ich dort die Wächter verändert habe. Wer weiß, es ist gut, dass schon mal auf den ersten beiden Ebenen keine Gegner mehr sein sollten. Außer natürlich, ich trigger sie. Und es ist schon mal gut, dass wir Berkana nicht aus Versehen umbringen können mit dem Zauberspruch von Lengrad. So. Das heißt, eigentlich geht es jetzt nach unten. Die Versammlung der Echos.
das sieht ja schon mal schön aus, wenn wir da abgetrennte Beine rumliegen. This facility never lacked for raw material to experiment on. Pardon, rum. Descant. Descant, was heißt das? Abscheulich und eklig. Augmentiertes Fleischkonstrukt wurde getötet. Aha. Oh, die sind jetzt auf meiner Seite. Paar, das Rohmaterial für ihre Experimente sind hier nie ausgegangen. Okay. Be cautious. Be constant. Ernsthaft? Das ist der Schlüssel des Titanen. Das ist doch absurd. Der Sammler der Erinnerung. Okay. Und hier sind ein Haufen Bibliothekare. Ah, kurze Notiz. Für ein einziges Glas Sauko würde ich meine eigene Mutter umbringen, wenn sie nicht schon seit 100 Jahren im Grab ruhen würde. Ah, was hat sich hier geändert? Die Versammlung der Echos im untersten Stockwerk der Sammlung birgt ein Gerät, das in der Lage ist, meine Stimme zu übertragen. Das wäre der ideale Ort, um Teils Schriftrolle vorzulesen. Alternativ kann ich auch Lingrads Schriftrolle laut vorlesen und den betäubten Gefangenen einen gnädigen Tod bescheren. Mhm. Heldres Horn. Dieses gespaltene Horn aus dem Schädel eines Gottähnlichen offenbart zahlreiche Wirbel, die an wachsame Augen erinnern. Das Horn quillt vor der Essenz nur so über, als sei es verzaubert, und du bezweifelst, dass irgendwas außer einem unglaublich heißen Feuer es überhaupt beschädigen könnte. Die Rohre erstrecken sich weit in der Ferne, das Metall ist von einem öligen Schimmer überzogen. Warte, das kenne ich. Wie vertraut. Die Gestalt in der Robe wendet sich dir zu. Maura? Maura? Die Maske verrutscht ein wenig. Another outsider. Seems the Oracle needs to tighten her guard. Noch ein Fremder. Das Orakel muss seine Wachen verstärken. This one holds himself with a measure of authority. I don't like it. Dieser hier verströmt ein gewisses Maß an Autorität. Das gefällt mir nicht. Be on your guard. This man is a wizard. Sei wachsam, dieser Mann ist ein Zauberer. Da sag mir, wer du bist, raus damit. Ich bin Hagrim, der Wächter von Kaed Nuur. Ich bin im Auftrag des Zirkels der... Ich bin hier im Auftrag des Zirkels der Erzmagier. Was im Wes Namen ist dieses Ding? Geh vor dem großen grauen Maul weg, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Was im Wes Namen ist dieses Ding? Ah, this is the Memory Hoarder, one of the Oracle's little projects. It subdues those collected by the hand occult. Ah, das ist der Erinnerungssammler, eines der kleinen Projekte des Orakels. Er macht jene gefügig, die von der okkulten Hand eingesammelt wurden. A singularly unpleasant process, I assure you. Ein außerordentlich unangenehmer Vorgang, versichere ich dir. But don't presume I failed to notice your attempted deflection. Who are you? Why are you here? Aber glaube nicht, dass ich auf deinen Ablenkungsversuch hereinfallen würde. Wer bist du? Warum bist du hier? Ich bin Hagrim, der Wächter von Kaed Nuur. Do you think me a fool? Meerwald is the watcher of Kaed Nuur. For whatever good that ruined hovel has done him. Er spottet. Hältst du mich für einen Dummkopf? Meerwald ist der Wächter von Kaed Nuur, dieser armseligen Hütte. Meerwald ist vor Jahren gestorben. Ich habe seine Festung übernommen. Fixed it up real nice too. Can't say it's much to look at now, though. Hat sich ja auch richtig schön herausgeputzt. Allerdings kann man nicht behaupten, dass sie da derzeit besonders viel hergibt. Years. Years then. Vor Jahren, tatsächlich. Er streichelt sachte mit einem behandschuhten Finger über seine Maske. Maura spoke true after all. Maura hat also doch die Wahrheit gesagt. Er seufzt und schüttelt den Kopf. Matter. Spielt keine Rolle. An idle moment's curiosity. Have you heard of the Archmage Fionn Legge? Gestatte mir eine Frage. Hast du schon einmal vor dem Erzmagier Fionn Legge gehört? Nie gehört. Nur in den Notizen der Verrückten, die hier überall in diesem Gefängnis hier herumliegen.
Spielt das eine Rolle? Nichts könnte wichtiger sein. Er beugt sich vor. Beleidige ihn mal. Er schüttet seinen langen Seufzer aus. Du erkennst mich tatsächlich nicht. Dann ist die Wirkung nicht nur lokal und auch nicht beschränkt auf meinen Verstand oder den vom Maurer. Perhaps could the hand occult have developed some manner of contagion? Es sei denn, vielleicht könnte es sein, dass die okkulte Hand eine Art Ansteckung entwickelt hat. Wovon sprichst du? Ich kannte mal jemanden, der von der Welt vergessen wurde. Gut möglich, ich spüre selbst ein letztes Kratzen im Hals. Ihn zu Ende überlegen lassen. Angreifen. Machen wir das Ganze einfacher. Nehmen wir mal die 4. No, that wouldn't affect text. But have I confirmed text has actually been impacted? No. I've only witnesses. And not witnesses without bias. Nein, nein, das würde Niedergeschriebenes nicht betreffen. Aber ich habe mich selbst davon überzeugt, dass Niedergeschriebenes tatsächlich betroffen ist. Nein, ich habe nur Zeugen und keine Unparteiischen noch dazu. Seine Aufmerksamkeit fällt wieder auf dich. Sein Gesichtsausdruck bleibt hinter der Maske verborgen. Ah, it seems the Hoarder stirs. Pleasant dreams, Outsider. Ah, der Sammler scheint sich zu rühren. Angenehme Träume, Fremder. Die grauenhafte Kreatur türmt sich vor dir auf. Ihre Gliedmaßen sind kaum mehr als verschlungene Streifen muskulöser Ranken. Winden und posieren, während die dutzenden Gesichter, die über sein Fleisch schossen, starren und kreischen. Eindringling bellt die Monstrosität mit einem ihrer vielen Münder. Bist du hier, um uns zu retten? Kreischt ein anderes Gesicht. Casita, wir haben diese Abscheulichkeit bereits gehört. Fasina hält sich die Ohren zu und zuckt zusammen. Es ist die Stimme der Sammlung, die Stimme des Wahnsinns. Du müsst hier sein, um uns zu retten. Die Welt vor deinen Augen verschwimmt leicht, aber mit deinem Kopfschütteln kannst du das Gewicht der Worte der Kreatur abschütteln. Du schläfst ohne zu träumen, sagt eine dritte Stimme. Es klingt wie ein leises Flüstern. Bleibt zurück. Was kann ich tun, um euch zu helfen? Sagen ihr euch einig seid, was ich tun soll? Nehmen wir mal die 2. Lass uns frei. Sehen ohne zu sehen. Gesehen. Oh, dann werde zum Schweigen gebracht. Wir sehen zurück, wir sehen dich, sehen unter dich. Die Schrecken von Engwith kennen wirklich keine Grenzen. Ich hatte erwartet, den Kerkermeister dieser traurigen Institution anzutreffen. Aber scheinbar haben wir nur einen anderen Gefangenen gefunden. Killing them would be a mercy. Diese armen Seelen, sie zu töten, wäre eine Gnade. Nur, es sieht wirklich nicht freundlich aus. Du musst helfen, wir sind hier gefangen. Du hast gesehen, was nicht ungesehen gemacht werden kann. Sicher, ich wollte ohnehin gerade gehen. Sag mir einfach, was du willst. Hör auf, Unsinn herumzubrüllen und sprich endlich mit mir. Richtig mit mir. Genug von diesem Unsinn. Sag mir einfach, was du willst. Bitte, bitte, nur wenn du... Gib uns nur zurück unseren... Es gibt keine Erlösung. Nur qualvolle Schreie dringen aus dieser Leichengrube. Träum ewig, Schläfer. Oh je. Okay, er ist groß. Bomben wir ihn ein bisschen, zerschnetzeln ihn ein bisschen. Der bufft dich mal.
Fenrir buffen. Palegina, heil dich. Heil dich mal schneller. Heiliges Opfer.